Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir hier herumgeklettert und sonst wie sind und noch am Suchen waren von der letzten zwei Münzen. Ich habe mir inzwischen hier mal einen Guide aufgerufen, tatsächlich. Und tatsächlich ist eine der beiden Münzen ironischerweise da, wo die zweite Münze ist. Soll nämlich die vierte Münze auch sein. Ich weiß nicht, wiefern das jetzt so quasi übereinstimmt. Aber hier ist auf jeden Fall definitiv nichts. Schade, ich dachte. Hab deswegen grandioserweise extra diesen kleinen Kletterparcours nochmal auf mich genommen. Boah. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal ein Stück weit zurück. Weil ihr hier seht, sind die ersten vier hier unten in dem Bereich. Und da möchte ich das ganz gerne geprüft haben. So, also. Eine ist hier angeblich dann. Die vierte soll quasi dann hier unten drinne sein, wenn ich das richtig verstehe. Habe ich dann ja theoretisch ja grandioserweise auch. Oder? Warte mal. Ich gucke mal, was bei der vier drinne steht. Ah ne, das müsste ich mir angucken. Ich melde mich gleich nochmal zurück. Von daher, bis gleich. Okay, nach Video her, also von der Videologik her, ist das gar nicht die hier unten, der Spot, sondern es ist tatsächlich, oder sagen wir mal ironischerweise, tatsächlich die Münze, die hier oben in dem Raum drin ist. Also die hier. Ne? Gut, habe ich kurz ausgeblendet, dass die vorhanden war. Dann gehe ich wieder aufs Bild. Und die fünfte ist bei den. Genau, das soll da irgendwo darstellen. Ich gucke mal ganz kurz. Also die fünfte soll und muss irgendwo hier sein. Jetzt muss ich kurz gucken. Wenn hier der Brunnen ist, dann ist da links außen. Bin ich richtig? Ne, das ist irgendwie 7 oder so, ne? Ich muss mal kurz gucken. Hier ist der Brunnen. Ach so, das soll dann wahrscheinlich hier kennzeichnen, ne? Ja, genau, das soll die da kennzeichnen, die hier ist. Gut, dann ist Nummer 6, wenn man die Treppen hochgeht, in dem einen Raum. Warte mal. Also hier diese Schleier-Dings. Ah, okay, ich erkenne schon, wo das sein soll. Wir laufen einfach mal die Münzen ab. Wir brauchen ja nur noch, wie war das? Zwei. Deswegen, ja. Aber hier ist dann die sechste, das habe ich ja auch verstanden. Die habe ich ja auch eingesammelt. Sollten wir mal vielleicht prüfenderweise mal offen haben. Die sieben ist. Hier irgendwie, also das muss. Ja, das muss die hier sein. Dann kommt die 8, die ist oben rechts ganz außen an der Ecke. Moment.
Die habe ich gar nicht im Kopf. Also mal schnell dahin. Ah, guck mal, schau. Wenn man sich mal ein bisschen umschaut, hätte ich das auch selber entdeckt, ne? Okay, never mind. Das ist nur ein Schleichweg hier hin. Ich dachte, das wäre jetzt schon voll der Weg zur achten Münze. Aber ist auch cool natürlich. Muss ich mir merken. Weil ich es irgendwann nochmal spiele, ist das halt eine relativ schlaue und kluge Abkürzung. Nein, ich muss da vorne tatsächlich an die. Warte. Macht das Sinn? Das macht erschreckenderweise Sinn. Irgendwie. Nee, warte mal. Das ist doch hier wieder nur der Abstellraum. Oder? Okay. Dann gucken wir doch mal. Aber warte mal, wenn da 6 ist und die 8 ist da außen an der Ecke, dann kann das auch heißen, unten irgendwie. Das, ah, ja, okay, die 8 ist der versteckte Raum. Gut, dann sind noch 9 und 10 und die sind beide da vorne irgendwo. Faszinierend. Okay. Die Frage ist nur, wo? Könnte auch. Ja, warte mal, das könnte auch über uns sein. Ah, da. Aber 10 habe ich schon mal. Ist das aber auch ein fieser Spot? Dann ist die 9 auch ein fieser Spot, gehe ich mal von aus. Oder warte mal. 9 ist ja relativ linear zu. Moment. Sollte hier oben irgendwo sein? Ist hier aber nicht. Okay, ich muss noch mal ganz kurz in das Video schauen, weil es fehlt ja immer noch eine Münze. Und dann muss ich mal gucken, welche ich schon habe und welche noch nicht. Von daher, bis gleich. Alles klar, du mich auch, Spiel, dachte ich gerade, als ich das gesehen habe, wo das sein soll. Ihr seht den kleinen Vorsprung, der da unten ja noch ist, ne? Richtig. Also, ihr denkt schon richtig wahrscheinlich, wenn ihr denkt, dass ich da hin muss. Denn das muss ich tatsächlich. Und das ist auch echt fies. Für so einen. Doch angenehmes Spiel. Alter, also Leute, lasst euch nichts sagen, wenn ihr da nicht drauf gekommen seid. Schaut mich an, ich bin auch nicht drauf gekommen. So, jetzt haben wir alle möglichen gefunden. Ich nehme hier noch den Wurfmesser voll. Was? Hier gibt es unendlich viele Wurfmesser oder wie? Nein, Spaß. Echt dreist, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Gar zu sogar fies, könnte man sagen. Also, ich wäre echt gar nicht drauf gekommen, wenn ich jetzt nicht nachgeguckt hätte im Guide. Ich habe noch nicht weitergeguckt, also ich habe gar nicht mich spoilert. Ich mache den jetzt auch zu. Aber was ich mal sagen kann, wir sind immerhin. Hallo, kann ich mal bitte scrollen, ohne auf die linke Seite zu gucken? Hier, ihr seht ja, es sind 27 Abschnitte, wenn ich das richtig sehe, die man schaffen muss. Und das ist eine ganze Menge. Das heißt, am Ende haben wir 270 Münzen. Gehe ich mal von aus. Gut, aber wir haben es immerhin geschafft. Gut, man kann es wahrscheinlich in einer schnelleren Zeit schaffen.
Mission in 18 Minuten beenden. Gnade, kein Gegner töten. Schatten, kein Alarm auslösen. Du mich auch. Du mich auch, Spiel. Aber hey, immerhin wissen wir jetzt, wie viel wir gemacht haben. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens fortschreiten. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Versteck. Erinnerungen. Dann haben wir gerade auch freigeschaltet. How long have you been hiding Guck in ich the gleich. atrium? I stopped counting long ago, long before coming here. It gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you. No, I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died, sort of. It goes back a long way. At the time... Don't waste our time, dog. I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison. And you're going to tell me, without any nonsense, how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then, the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity Querberus mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberus did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the atrium. Sticks! Welcome home. I'm upstairs if you need anything. Mich gerade, ob ich das Level vorher wirklich in unter 18 Minuten beenden könnte. Theoretisch gesehen, wenn ich die ganzen Abkürzungen mir mal durchdenke, die es da gibt und die ganzen Wege, wäre es, glaube ich, machbar. Was ich mal wissen möchte ist, ich speichere mal auf einen neuen Stand. Versteck. Option. Spiel. Ich kann das auch ändern. Gut, das ist alles richtig. Ich kann aber anscheinend nicht Level wiederholen, so in der Hinsicht. Okay. Na, wollen wir doch erstmal dem eigentlichen Ziel folgen, ne? Not a bad hideout, Ozcan. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. Okay, hier können wir uns immer wieder auffüllen, This might sound strange, but can you remind me how we met? You're right. It does sound strange.
You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met, especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah, it's coming back to me, I think. Listen, I gotta get to the Akanash Archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to. You want to leave the atrium? You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving. It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know. It's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain my eyes. But I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try it. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly, without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry. I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a laborer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate it. Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Okay. Also ihr merkt schon, wir können uns hier auffüllen. Er hat sich auch schon ein bisschen selber bestückt hier. Hier können wir Fertigkeiten erlernen. Hier können wir Missionen erneut spielen. Wir speichern mal übrigens, damit wir nicht so viel Gelaber nochmal haben gerade. Dann gucke ich mal ganz kurz rein. Boah, also... Ich spiele es nochmal erneut, weil ich mal reingucken möchte, ob es jetzt um alle drei Kapitel sich handelt oder nur um den Abschnitt, den wir gerade abgeschlossen haben. The atrium of the tree. Yeah. Okay, also ich muss das Gesamte von A bis Z quasi nochmal in 18 Minuten abschießen. Jetzt habe ich verstanden, was da die Schwierigkeit ist oder sein dürfte. Ich gehe mal von aus, die Cutscenes fressen am meisten Zeit, deswegen springe ich mal ganz kurz. Ich will es nochmal ganz kurz ausprobieren, ob ich mit meiner Vermutung gar nicht so weit weg bin von dem, was ich dachte. Ich versuch's einfach mal ganz kurz. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich das durch habe. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, ich hab's mal versucht. Gnade an Gegnern habe ich durchgezogen. Die 18 Minuten waren irgendwie nicht machbar. Ich guck mal bei letzten Autosave. Da sind sogar 5%. Warte mal. Wo landen wir? Bitte sag nicht im Versteck. Das ist doch blöd.
Das ist ja bescheuert. Das heißt, wenn wir die Mission nicht zu 100% abschließen, also mit allem drum und dran, haben wir 1% weniger? Oder wie habe ich das zu verstehen? Egal. Wie dem auch sei. Fertigkeiten, gucken wir mal rein. Wir haben 110 Fertigkeitspunkte. Das kann ich ja mal in 6 Sinn. Dein 6er Sinn alarmiert dich mit einem Geräusch, wenn dich ein Gegner außerhalb deiner Sichtbereichs entdeckt oder ein Armbrustschütze auf dich zielt. Auf leisen Sohlen, wenn du unsichtbar bist, erzeugst du beim Gehen und Rennen keine Geräusche. Dafür brauche ich das erste, ne? Ja gut. Nehme ich mit, weil ich brauche. Schnelle Regeneration. Mit schneller Regeneration erhältst du nach Unsichtbarkeit in kürzerer Zeit die Hälfte der dafür aufgebrauchten Goldharzes wieder zurück. Okay. Du bleibst für ganze Zeit unsichtbar, ohne Goldharz zu verbrauchen, solange du dich nicht bewegst. Okay. Gewandtheit, Klon. Goldharz, Vision. Klone, was, warte mal, was ist denn das? Behindern. Dein Klon macht sich für kurze Zeit am Gegner zu schaffen, was du zu deinem Vorteil nutzen kannst, um ihn zu töten oder ungestört weiterzugehen. Ja, wäre cool. Ich glaube, das nutze ich auch ganz klar. Gut, daher wir nur noch 20 Punkte haben und ich nicht davon aus... Ah doch. Geräusch am Landung. Mit der Leichtigkeit und Wendigkeit einer Goblins machst du weniger Lärm, wenn du auf dem Boden aufkommst. Nehmen wir mit. So. Jetzt haben wir kein Goldharz mehr. Also keine Fertigkeitspunkte mehr. Ich speichere nochmal erneut. Mach dafür einen neuen Stand. Lade mal ganz kurz den anderen, wo wir 1% mehr haben und guck mal, wie viel da wir 1 Punkte gehabt haben. Da hatte ich allerdings nicht die Münzen alle gesammelt. Deswegen möchte ich das nochmal ganz kurz erwähnt haben. Na? Hier haben wir 20 Punkte mehr. Also wenn man nochmal alle Sachen mitmacht, die Zeit und so, dann hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ob sich am Ende lohnt, muss jeder selber wissen. Man muss allerdings wirklich gucken, dass man den ersten Abschnitt so schnell wie möglich hinter sich bringt. Und erst in den Abschnitt, wo wir waren, da ist es dann auch relevant, ob wir jemanden erledigen oder nicht. Ah, okay. Hier können wir die Artefakte nochmal anschauen. Gut, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Ich werde wahrscheinlich demnächst noch einmal einen Anlauf versuchen, den ersten Abschnitt komplett zu schaffen. Das möchte ich mal gesagt haben. Also das will ich wirklich noch packen. Ohne Alarm auszulösen ist echt, echt richtig schwer. Also man muss quasi Alarm auslösen. Ich weiß sonst nicht, wie man anders dran vorbeikommt. Gut, man kann sie immer neugierig machen und sie immer ein Stück weiter weglocken. Aber das funktioniert auch eher so semi-gut, an manchen Stellen vor allen Dingen. Gut, vielleicht gehe ich auch den komplett falschen Weg, das kann auch sein, da muss ich nochmal mir einen anderen Weg tun. Aber, ja, es ist bockenschwer, das sage ich jetzt nochmal. Ich speichere sogar noch ein weiteres Mal einfach aus Prinzip und würde sagen, man sieht und hört sich auf jeden Fall hier beim nächsten Mal wieder. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Star. Haut rein. Und ciao. Tschüss.